Ein gewohntes Bild seit der Corona-Pandemie. Mit einem Nasenabstrich soll ein Test die Gewissheit bringen, Corona negativ oder positiv. Ungewohnt ist allerdings der Test selbst. Denn es gibt keinen sichtbaren Teststreifen mehr. Stattdessen eine kleine Kassette, die es in sich hat. Ein digitales Hightech-Minilabor, das die Probe genau und ohne menschliche Fehler auswertet. Darin nimmt ein Spektralsensor die Daten auf. Per Bluetooth ist der Test mit einer Handy-App verbunden. Wenn der Vorgang fertig ist, wird der gesamte Datensatz an die App geschickt. Die App schickt es an die Cloud. Die Cloud wertet es aus und schickt das Ergebnis zurück an die App und dort wird es dann präsentiert. Auf dieser Produktionsanlage entsteht der Senova Greenlight in der Mitte Deutschlands im thüringischen Weimar. Hier denkt man allerdings nicht nur über Corona nach. Also die Idee hinter dem Projekt war es nicht, einen weiteren Corona-Schnelltest zu entwickeln, sondern eine Plattform für digitales Testen zu Hause und im professionellen Umfeld, die sich auf viele Analyten und auf viele klinische Fragestellungen erweitern lässt. Corona ist quasi unser Flaggschiff, das Pilotprodukt und Grundlage für eine große Produktfamilie auf Basis dieser Plattform. In Zukunft sollen die neuartigen Tests in ganz unterschiedlichen Bereichen einsetzbar werden. Ob das Testen auf Ebola oder Eisenmangel bis hin zu Herzerkrankungen. Vieles ist nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch schon heute möglich. An dem Projekt waren eine Vielzahl an Unternehmen beteiligt, zum Beispiel MKF und Omron, die gemeinsam die gesamte Anlage geplant, gebaut und in Betrieb genommen haben. Was besonders ist, ist der Kunde. Der Kunde hat allen Beteiligten ein Riesenvertrauen gegeben. Der Kunde hatte eine absolut geniale Idee, wenn man heute in die Anlage schaut, zukunftsfähig. Wir können die Anlage duplizieren und damit 25.000 weitere unterschiedliche Produkte machen, ohne das Rad neu zu erfinden. Absolut zukunftsorientiert. Genial. Die Idee für die sogenannten Lateral Flow Test Kits entstand bei AMS. Die Sensorspezialisten hatten nach einem Partner aus der Welt der Medizinprodukte gesucht, um die wegweisenden Tests zu entwickeln und zu fertigen. Wir liefern eine Technologie, die kombiniert Lichtquelle und Spektralsensor. Das heißt, ein sehr empfindlicher Sensor, die ganz präzise diese Linien auf dem Testkassett ausmessen kann. Die Sensorchips sind jetzt das Herzstück der neuen Testgeneration, die von Weimar aus die Welt erobern soll. Nur 9 Monate brauchte es von der Idee bis zur laufenden Anlage. Dafür zogen alle beteiligten kleinen und großen Unternehmen gemeinsam an einem Strang. Dabei war nicht nur die knappe Zeit eine Herausforderung. Es galt unter anderem, neben der Förder- und Sicherheitstechnik auch Bildverarbeitungssysteme zu integrieren und mehr als 30 Roboter, alle aus dem Hause Omron. Wir haben zum einen im Bereich der fixen Robotik, einmal im Bereich der SCARA-Roboter und Quadro-Delta-Kinematiken. Dann haben wir den Bereich der kollaborativen Roboter, die also in der Interaktion mit einem Operator arbeiten können und dürfen. Und dann als ganz neuen Bereich die Einbindung der mobilen Robotik für das Intralogistiksystem innerhalb der Produktion. Gesteuert wird das alles über die iAutomation-Plattform von Omron. Bereits vor dem ersten Testlauf hatten die Spezialisten die ganze Anlage virtuell getestet und in Betrieb genommen, um mögliche Kollisionsbereiche zu erkennen und das System schon vor dem Start zu optimieren. Inzwischen läuft die Anlage auf Hochtouren. 1 Million Tests können hier pro Monat entstehen. Entsprechend schnell müssen sie auch beschriftet werden. Mit Text und jeweils individuellem QR-Code. Der wird dann später jedem einzelnen Test in der Handy-App zugeordnet. Die Herausforderung in diesem Fall war die kontrastreiche Beschriftung in einer möglichst geringen Zeit. Dazu haben wir mit Kollegen verschiedene Tests durchgeführt, um dann einfach auch den Laser zu evaluieren, der am besten für diese Beschriftungsaufgabe geeignet ist. Im Moment sind es Corona-Tests. Schon bald sollen aber auch andere Tests folgen. Wir freuen uns auf zukünftige Entwicklungen auf der Plattform, weil das ja nur der Anfang ist einer großen Entwicklung. Und für ein Unternehmen wie Senova ist das natürlich ein Gamechanger. Ja, wir stellen hiermit den technologisch vermutlich fortschrittlichsten Produktionspark für Point-of-Care-Anwendungen in Europa dar. Und das ist für uns natürlich eine ganz besondere Ehre und Herausforderung. Ein Projekt, bei dem viele Hand in Hand gearbeitet haben. Für eine gesunde Welt. Wir haben im Zuge der Pandemie natürlich hier ein Projekt, was auch gesellschaftlich bedeutend ist. Das heißt also im Sinne unserer Firmenphilosophie
als Firma etwas für die Gesellschaft beizutragen, war hier natürlich eine sehr gute Möglichkeit gegeben, diesbezüglich aktiv zu werden und auch Dinge mit reinzupacken, die wir im normalen Umfang vielleicht in der Form nicht so hätten umsetzen können. Die Cloud hat die Daten ausgewertet und jetzt das Ergebnis zur Verfügung gestellt. Das zeigt die App auch an. Das Testergebnis ist verfügbar und das Ergebnis in dem Fall wird also als negativ angezeigt. Die Zeichen der Zukunft. Sie stehen auf Grün.